Willkommen zurück beim Flight Simulator X. Ich bin hier wieder unterwegs mit den Leuten von der Air Berlin VA, der FS Cloud. Wir stehen hier am Londoner Airport, am Heathrow Airport, mal wieder mit dem Babybus, der ja gestern in der Aufnahme entweder einen Absturz verursacht hat oder irgendetwas anderes. Infolgedessen habe ich meine CFG mal zurückgesetzt und mal gucken, was da so an Vor- und Nachteilen bringt jetzt. Aber schauen wir mal. Ja, mit dabei ist der Lion, der Fabian und der Guga, aber in-game bisher nur der Lion. Hallo. Und mal schauen. Alles ein bisschen kompliziert mit dem Plan der Aufnahme hier im Moment, aber ja. Wie wir eben schon festgestellt haben, ist das wie bei einer guten LAN-Party. Da irgendeiner setzt dann wahrscheinlich sowieso sein Windows wieder neu auf. Und so ähnlich ist es bei uns hier auch. Ich sehe dich übrigens gar nicht mehr. Hast du dich denn hingestellt oder bist du gerade am... Ich bin hier gerade was am Einstellen und dann ploppe ich gleich wieder auf. Okay, dann texte ich schon mal. Ja, ich texte jetzt auch sofort und dann bin ich auch gleich wieder da. Okay, wunderbar. So, ich habe jetzt in meinem Airbus mal wieder alles aufgesetzt. Ja, Wolken sind scheinbar nicht genug da fürs Wetterradar. Ich habe ja gestern nochmal rausgefunden, wie es denn funktioniert und dass man hier die Overlay-Helligkeit einfach hochstellen muss, was sehr befremdlich war für mich. Aber, na gut. Rückspiegel werden praktisch. Gucken wir mal. Ja, von bei draußen. Mir ist jetzt gerade der Flight Simulator komplett abgeschmiert. Ehrlich? Jo. Aber ich bin gleich wieder da. Okay, gut. Aber dann texte ich mal ganz gemütlich außenrum irgendwo. Also du kannst gerne schon mal auf die Runway im 2x2. Ja, genau, das mache ich einfach. Ich spawn mich dann einfach auf die Runway. Ich habe ja zum Glück die Route in der 777 eingespeichert. Ja, ich muss die jetzt nur gut, gleich ja. requesten. Ja. Ich hatte gerade Arbeitsspeicherfehler. Oh, da wären wir das wieder ist, bei diesem LAN-Party-Problem. Ja, das ist immer ein bisschen uncool. Ich lege auch wieder mit voller Petty. So, jetzt gucke ich mal gerade, wer ist denn alles noch unterwegs? Okay, gut. Als was zähle ich denn hier eigentlich? Warte mal gerade. Ach, war ich zu lange im Idle, dass ich da gar nicht mehr... Ich werde gar nicht mehr in den Active VA Flights angezeigt. Manchmal hat er auch schon mal sowas, dass er einen einfach rausschmeißt. Ja, dann ich cancel den Flug mal gerade nochmal kurz und dann mache ich nochmal neu. Nach EDDL. Start VA Flight, so, da bin ich dann auch wieder. Wunderbar. Ja, und das Neuaufsetzen meiner FSX-CFG führt hier jetzt gerade wirklich zu massiven Lags. Interessanterweise wird während dieser Lag-Phasen mein Prozessor zu 100% ausgelastet. Ich meine, ist ja eigentlich wünschenswert, aber nur dann, wenn er zu 100% ausgelastet ist, dann laggt er. Wenn er nicht ausgelastet ist, laggt er auch nicht, aber es macht irgendwie gar keinen Sinn. Obwohl, naja, schon. Vielleicht schon, aber trotzdem bringt er einfach eine bessere Framerate, wenn er nicht ausgelastet ist. Und das liegt an dem... In der Affinity Mask, dass er, also unter Umständen daran, dass er jetzt durch die Affinity Mask alle Kerne bekommen hat, aber vielleicht sind es auch die Buffer Pools, vielleicht ist es auch irgendwas anderes. Ich muss es irgendwie noch rausfinden. Bin da sehr skeptisch gerade. Daher, wenn es in der Aufnahme hier ein bisschen laggy ist im Moment, entschuldigt das. Meine FSX CFG ist, wie gesagt, noch nicht unbedingt so perfekt aufgesetzt, wie sie sein sollte. So, ich spawn mich jetzt mal auf die 09 rechts. Okay. Sollte man eigentlich nicht tun, aber... Mal gleich direkt weiter. Runway ahead. Hier ist keiner im Anflug. Da wird schon niemand Probleme haben, wenn ich hier einfach mal auftaxle.
Ich Ja, ich habe glaube, der noch. Flight Simulator, der lief eben zu lange. Der ist Ja. seit gestern Abend schon jetzt knapp 20 Stunden unterwegs gewesen. Oh, hast Nonstop. den. Du hast nicht neu gestartet zwischendurch? Nö, ich habe Langstreckenflug von erst von Singapur nach Frankfurt gemacht, sondern von Frankfurt nach London, Heathrow, dann bist du ja aufgetaucht und seitdem stand ich da und jetzt bekam ich Arbeitsspeicher als voll. Ja, okay, das kennt man ja dann. So, stehst du? Oder Ich lädst du noch? spawne mich gerade mit der Cloud Gut, und dann. dann können wir jetzt eigentlich auch sofort los. Gut, Eis sehe ich gerade. Super, dann mache ich mal meine ganze Beleuchtung an. Ich meine, ja, ne? Kennen wir ja von gestern das Interessante mit den ganzen Lichtern. So, Flaps und Set. Auch gerade die Autobrakes auf Max für Retracted Takeoff. Ach, der Jo. hat da sogar alles noch drin. Das ist ja schön. Ich mache gerade meinen Task Jetzt Manager nur noch. aufs andere Fenster, echt, weil das ist ja nicht mehr feierlich. 99% Prozessor, 100% Prozessorauslastung gerade. Und ich meine, 100% von allen Kernen. Woher nimmt der FSX das denn? Der kennt doch Hyperthreading gar nicht. Und jetzt, wo die FPS wieder besser werden, hat er 12, 13. Ey, ist doch alles total scheiße. Buddy in your channel timed out. Oh, tschüss, Guga. Dann mache ich jetzt auch Line-up. Und los. Okay. Dann mache ich mich Also, mal auf den Buddy Weg. entered your Jo. channel. Also Guga erstmal noch hier Talkpower wiedergeben. Willkommen zurück. So, also ja, das mit der FSX CFG, da muss ich echt nochmal ran, das kann ja nicht sein. Das funktioniert so leider nicht. Oh ja, das wird eine Wonne, wenn die Leute hier zuschauen mit 10 FPS teilweise. So schön. Ja. So. Ich steck den Autopilot mal an. Bitte mache ich jetzt auch Take-off. Yep. Gucken wir uns das mal von außen an. Ob wir dich da hinten irgendwo sehen. Neun rechts Buddy bin in your ich. channel timed Buddy out. entered your channel. Ach Gott. Gerade gucken. Ah, da hinten bist du ja wunderbar. Google gebe ich dir nochmal Talkpower. So. Ja, Besten, viel. du mutest ihn irgendwie so ein bisschen. Genau, das geht schon. Wenn er Das jetzt könnte dauernd jetzt wirklich. rausfliegt, okay. Das könnte sich jetzt echt Ja, schleifenweise wiederholen. mit seinem WLAN. Wahrscheinlich ein bisschen größeres Problem. Ah, da oben sehe ich dich. Ja. So, dafür dann hier aber auch. Mobiles Internet. Oh, wirklich so schlimm? Oh Gott. Mobiles Internet sogar. Oh ja. Ist ja grauenhaft. So, jetzt fängt das alles ein bisschen an zu flackern da unten. Naja, gut. Texturen, Fails kennen wir ja. Dafür sieht aber der AirPod eigentlich ganz nice aus. So, wenn wir uns jetzt hier irgendwie in die andere Richtung mal gucken, sind wir auch irgendwie bei nicht unbedingt so vielen FPS und plötzlich in den Wolken. Was? Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Mach schnell einen Restart. Okay. Buddy disconnected from your channel. So, also in der Aufnahme wird wahrscheinlich alles ein bisschen anders laufen als geplant. Aber ja, okay, irgendwie werden wir da schon mit klarkommen. Ich sehe jetzt gerade wirklich nichts mehr. Bist du auch in so einer Wolkenwand drin? Ja, ich bin jetzt auch gerade in Wolken. Boah. Sieh ich gerade. Aber jetzt bin ich schon wieder drüber. Echt? Okay. So ein kleines Wolkenband hier. Ja, ich bleib gerade auf der Höhe, was irgendwie ein bisschen uncool ist. Böse Waypoints.
Du hast wahrscheinlich mal wieder keine ordentliche Departure Route genommen, oder doch? Ich flieg dir genau hinterher. Echt? Jo. Weil ich bleib nämlich gerade auf 6000. Weil jetzt ich bin ich raus. Jetzt bin ich auch raus, ja. Da hinten haben wir London. Ne, wir fliegen auch das gleiche Heading. Okay. Ne, das war letztes Mal, weil wir wirklich unterschiedliche Routen geflogen sind. Genau. Nee, aber weil du so schnell wieder aus den Wolken raus warst. Wir nutzen wahrscheinlich eine andere Wetter-Engine. Ja, du hast ja gesagt... Ich habe ASN. Genau. Also ein bisschen anders wird es sein. Aber jetzt genau über den Wolken drüber. Ach, schön. Ja, also ich muss mich jetzt echt mal alle Viertelstunde zumindest mal entschuldigen, weil echt mal das mit der FPS-Rate geht da gar nicht. Unter 20 ist ja noch gerade okay, aber wenn es so um die 10 ist manchmal, also da läuft echt was falsch. Aber wie gesagt, da muss ich einfach nochmal an die CFG ran, dann funktioniert das. Das ist jetzt bei diesem einen Flug einfach mal ein bisschen blöd gelaufen. So. Ja, Luftfahrzeugbeschriftung mal wieder irgendwie Fehlanzeige. Oder du bist bei mir immer noch irgendwo in den Wolken, aber... Ne, ich bin da nicht drüber. Also ich glaube, ich habe dich auch eher überholt. Nee, noch nicht. Ne? Also ich habe dich auch gar nicht mehr auf dem T-Cast. Wahrscheinlich werde ich ein bisschen höher jetzt auch. Weil ich ja jetzt mal die 777 hier fliege. Ja, stimmt. Da wirst du natürlich andere Steigraten auch haben. Definitiv. Ja, nicht mal voll hier. Der macht bei mir irgendwie so einen komischen Step-Climb. Komisch. Der bleibt jetzt bei mir bis DET auf 6000 und dann geht er glaube ich wieder hoch. Ich guck mal gerade auf den Flightplan. Jo, 5000, 6000. Ah, das hatte ich schon mal, als ich aus London geflogen bin. Also erst hinter Dover geht er bei mir über 6000. Also das heißt, du wirst mir schon ziemlich davon fliegen jetzt gleich. Ich habe gerade die runtergestellt, Geschwindigkeit. Ich mache das jetzt so von der Karte her, ne? Jetzt die auseinander sind, aber das ist nicht so viel. Ja. Einfach nur wesentlich höher. Scheinbar. Dass jetzt 5 Meilen sind, dann war nicht schon viel. Ja, mein Arbeitsspeicher füllt sich jetzt aber auch langsam. Channel, tschüss, Google. Ja, auf jeden Fall muss da mehr Arbeitsspeicher her. Das ist sowieso schon mal klar. Und eine bessere CFG. Das flott. Direkt für die nächste Aufnahme setze ich mich da nochmal dran. Aber dass du nicht irgendwie auf 6000 Fuß bleibst, wundert mich. Weil ich jetzt glaube ich schon mit allen Maschinen, also mit vielen Maschinen von London geflogen bin aus Richtung Deutschland und da hatte ich immer auch, glaube ich, bis zu diesem Knotenpunkt Dover immer Maximalhöhe von 6000. Okay. Aber ja, okay. Na gut. War jetzt hier im WNF und so auch eigentlich ehrlich gesagt gar nicht vorgesehen, wie scheint. Okay. Bin wieder. Obwohl ich eigentlich Elna von WNF immer anhab. Also. Klar. Deshalb hänge ich natürlich jetzt auch bei 250 Knoten die ganze Zeit nur rum. Aber ganz ehrlich, irgendwie kommt mir das ein bisschen komisch vor mit dem Wetterradar. Ich hänge hier in den dicksten Wolken drin. Ja gut, der zeichnet natürlich dann mehr so die Gewitterzellen an, ne? Dann müssten wir dann irgendwie gleich mal gucken, wo wir ein bisschen Gewitter finden. Ja, wenn überhaupt, ist klar. Ja, aber gut, wenn das wirklich dann nur irgendwie eine Nebelwand ist, gut, dann klar.
Buddy joined your channel. Willkommen zurück. So, hier habe ich jetzt das Terrain einfach mal eingestellt. Gut, das zeigt er mir an, jo. Also auf meinem Wetterradar sehe ich auch wirklich gar nichts, ne? Auch in den nächsten 40 Mal nicht. Sehr schön, gut, dann können wir das wenigstens abgleichen. Weil gestern hatte ich ja irgendwas auf dem Wetterradar, aber das war nicht genau definierbar, weil es so weit weg war. Gestern Abend in Singapur hatte ich richtig feins das Gewitter. Schön. Ich auch ein bisschen um Fliegen. War wirklich fast alles rot. Ich bin ja auch wieder raus. Würde auch echt jetzt langsam gerne mal wieder steigen, meine Güte. Kann es sein. Also ich habe jetzt auch mal auf 250 verlangsamt, ne? Ja, das ist super. Weil ich sagen muss, ich habe gerade trotzdem noch einen Groundspeed von 415, weil ich 34 Knoten Rückenwind habe. Oh. Noch ein bisschen langsamer hier. Aber turbulent wird es jetzt hier schon irgendwie ein bisschen. So, jetzt habe ich doch gleich. Kann ich doch hoffentlich mal steigen. Ich habe Top of Climb und Top of Descent. Wie weit liegen die eigentlich auseinander? Mal gerade gucken. 11,53 und. Ja, ich bin tolle 13 Minuten im Cruise. Wegen diesem komischen Kram hier. Wirklich. So lächerlich. Bin ich mal gespannt, ob ich das dann irgendwie hinbekomme zeitlich. Aber doch, für 40 Minuten. Ja, gerade gucken. EDDL 12,22. Ja. Müsste irgendwie gehen. Also, ich gucke gerade auf ActiveScan Next, die meine Wetterkarte an. Also, ich werde auch die ganze Zeit Rückenwind wohl bis nach Düsseldorf behalten. Ja, ich bin gleich beim magischen Punkt Dover. Wie gesagt, dann kann ich auch wieder steigen. Dann komme ich dann hoffentlich auch irgendwann wieder hinterher. Auf welche Höhe gehst du eigentlich? 3,1 hatte ich eigentlich vor, aber so viel Sinn macht das jetzt spätestens schon mal nicht mehr. Weil dann steige ich nämlich auch nicht mehr weiter. Ich sag mal, ich guck mal, dass ich ihm einfach mal 2,7 einprogrammiere. Okay. Gucken, ob ich das jetzt noch machen kann. Und dann hier 2,7. Bleib ich mal auf meinen 3,3? Ja, natürlich. Dann. So, also ich habe mich jetzt beim Groundspeed von 425 eingependelt und fliege 230 Airspeed. Das ist schon kurz vom gelben Bereich hier bei mir. Ja, du ziehst mir jetzt sowieso davon. Ziemlich sicher. Ja, hätte ich mal doch die 737 genommen, ne? Ja, ich meine, die ist irgendwo ein bisschen logischer. Aber es liegt vielleicht auch an den Waypoints, wie das Flugzeug die Waypoints irgendwie aufnimmt. Oder interpretiert. Ja, nur da hätte ich jetzt halt wieder die komplette Route wieder zum fünften Mal eingeben müssen. Stimmt. War es jetzt mit der 777 ein bisschen komfortabler? Richtig. Ich kann sie in Düsseldorf ja gleich nochmal wechseln und dann können wir nochmal gucken, wo es dann hingeht. Genau. Und dann wie sagen, wir können mal nach Lowy fliegen oder so, ein bisschen durch die Berge. Genau, richtig. Ja, und aber vorher muss ich mich dann nochmal meine CFG widmen, also das geht so ja nicht. Ja, kein Ding. Das ist echt wie Trauerspiel gerade. Ich glaube, das wird ein gutes Thumbnail werden für die Folge. Oh ja. Ich glaube, vielleicht mache ich es dann einfach so, dass ich dann nachher vielleicht sogar mal einen Livestream raushaue. Ich schaue einfach mal. Also du wolltest ja nochmal bei den Landungen die Synchronisation sehen, ne?
Dann würde ich sagen, drehe ich einfach gleich über Düsseldorf eine Schleife. Mhm. Drehe mich dann gleich ein. Obwohl, nee, ich hatte es ja beim letzten Mal ganz gut gesehen. Ja? Ja, ich konnte dich gerade so sehen. Es war ein bisschen weit weg, aber hat ganz gut gezeigt, dass es ziemlich leckfrei ist. Na komm schon, Dover. Kann ja nicht so schwer sein hier. Och, das ist ein Trauerspiel, wirklich. Dover ist genau der Punkt, wo ich dann Richtung Nordsee da und dann. Oh, ja, toll. Ja, toll. Jetzt gerade pendelt sich das Ganze wieder bei 30 FPS ein, das ist wieder ganz interessant, dann sinkt es gleich wieder wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat er jetzt auch einfach nichts mehr so viel zu laden, ne? Ja, aber was sollte er laden? Normalerweise lädt er ja auch nicht so viel. Weißt du nicht, du hättest auch diese VFA London irgendwie drauf? Nee, das habe ich nicht installiert. Jetzt. Ach so. Nicht für den Flug. Naja. Also hier muss auf jeden Fall was getan werden. Oh, jetzt sind es glaube ich 2 FPS gerade gewesen. Ja, jetzt sind es wieder 20. Oh ja. Okay. Soll eine Dia-Show draus machen. Auf jeden Fall. Obwohl, wäre eigentlich eine ganz schöne Dia-Show, muss man dazu sagen. Aber nichts in der Sache. Auf die Dauer. Nichts in der Sache, ja. Das ist ein bisschen ungünstig beim Landen dann, ne? Der Momentaufnahme. Ja. Dann sieht man wenigstens nicht den Crash so sehr. Sieht man nur die Trümmerteile am Boden, ne? Ja, genau. Huch, was ist da passiert? Oh. Ich kann das nicht gewesen sein. Nee. Bloß nicht.